Moin, neben dem Großprojekt, mein Sub zu verkleinern bzw. die ungelesenen Bücher zu reduzieren, habe ich ja auch noch andere Vorsätze gehabt, die ich euch in dem Video zu meinen Lesevorsätzen 2021 schon vorgestellt habe. Und heute möchte ich mich um die Want-to-Rereads und die Beendigung von Reihen kümmern. Ich habe mir vorgenommen, diese beiden Sachen zu verbinden, denn mein Hauptfokus soll wirklich darauf liegen, dass ich mein Sub verkleinere und deswegen möchte ich halt nicht so viele Bücher rereaden, also die ich schon kenne, aus meinem Regal nochmal hervornehmen, beziehungsweise mir nicht so viel auf die Leseliste packen. Es wird sicherlich vorkommen, dass ich in diesem Jahr auch noch irgendwelche geliebten Reihen nochmal als Hörbuch höre oder nochmal zur Hand nehme und nochmal drin rumlese oder mir spontan ja, vornehme, diese Reihe jetzt zu lesen. Das will ich mir auch gar nicht verbieten. Ich möchte nur jetzt keine großartige Liste wie letztes Jahr mir vornehmen, diese Liste nochmal zu rereaden und diese und diese und diese. Und ja, dann möchte man das natürlich auch durchziehen. Aber in der Zeit, wo man halt diese Reihen liest, könnte man eigentlich auch ungelesene Bücher wegschaffen. Und genau da soll eben der Fokus drauf liegen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ja, lieber einige Reihen zu beenden, die halt auch schon beendet sind, sodass ich sie eigentlich auch schon längst abhaken könnte. Aber um wieder reinzukommen, die Bände, die ich schon gelesen habe, aus der Reihe nochmal zu lesen. Bei einigen Reihen ist das notwendig, bei einigen ist das eventuell gar nicht notwendig und da kann ich direkt mit den Fortsetzungen weitermachen. Und ich habe mal auf meine Liste geguckt, wo ich wirklich alle offenen und begonnenen Reihen aufgeschrieben habe. Habe ich mal die rausgesucht, die wirklich schon beendet sind und schon ein Finale bekommen haben. Und deswegen, ja, möchte ich euch die vorstellen. Hier ist es für mich nicht ganz so schlimm, wenn ich nicht alles Ende des Jahres 2021 geschafft habe. Da liegt, wie gesagt, nicht die Priorität drauf. Trotzdem finde ich das irgendwie nicht schön, so viele angefangen rein zu haben und deswegen möchte ich das auch nach und nach angehen. So, der Vollständigkeit halber möchte ich euch schon mal ein Buch zeigen, was ich schon gereadet habe in diesem Jahr. Das war ein ganz spontanes Ding. Da hatte mich die liebe Zuschauerin Claudia drauf angesprochen, beziehungsweise Instagrammerin ist sie ja mittlerweile oder Bookstagrammerin. Und zwar hatte ich in einem Video dieses Buch hier hochgezeigt, die Eisfestung. Und hatte da auch gesagt, dass man das eigentlich mal wieder rereaden könnte, nochmal lesen könnte, nochmal auffrischen könnte. Und da hat sie mich gefragt, ob wir das nicht zusammen lesen wollen würden. Sie hätte es nämlich noch nicht gelesen. Ja, und daraus hat sich dann eine Leserunde gesponnen. Und Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff ist dann auch noch dazu gekommen, weil sie das ja, kürzlich in ihren Neuzugängen gezeigt hat, habe ich sie gefragt, ob sie dazukommen möchte. Und dann hatten wir jetzt Ende Dezember, Anfang Januar eine tolle Leserunde dazu. Und es handelt von Kindern, die in eine Burgruine eindringen und dort ihre Abenteuer erleben. Mehr erzähle ich euch denn im Lesemonat, aber das wollte ich jetzt einfach nochmal der Vollständigkeit halber hier mit reinnehmen, dass ich das jetzt bereits als Reread, huch, rutscht mir das Buch hier runter, gelesen habe. So, und jetzt mache ich mit den Büchern weiter, wo ich die Fortsetzung lesen könnte, ohne unbedingt jetzt die vorherigen Bände nochmal lesen zu müssen. Da habe ich zum einen Teil 1 und 2 von Die Dämonenakademie schon gelesen von Taran Mataru. Hierbei handelt es sich um eine Trilogie, das heißt, ich müsste auch nur noch ein Band lesen, dann habe ich das Ganze beendet. Und wir haben es hier mit dem jungen Mann Fletcher zu tun, der in dem Dorf, in dem er aufwächst, als Außenseiter gilt, bis er irgendwann merkt, oder ja, ein altes Dokument findet, mit Hilfe dessen er einen Dämon heraufbeschwören kann. Und zwar ist das der feuerspuckende Salamander Ignatius. Und um diese Magie, diese Dämonen Beschwörermagie halt auch kontrollieren zu können und lernen zu können, kommt er an die Dämonenakademie. Und dort gibt es nicht nur Menschen, sondern auch Zwerge und Elfen, die diese Fähigkeiten haben. Und sie lernen halt verschiedene Dämonen heraufzubeschwören und was es für verschiedene Dämonen gibt. Es gibt natürlich aber auch in diesem Reich
verschiedene Gegner und Kämpfe und viele Vorurteile auch zwischen Zwergen, Elfen und Menschen. Er lernt aber dort auch die verschiedensten Freunde und Feinde kennen und ich mochte Fletcher sehr, sehr gerne. Ja, und der dritte Band ist, wie gesagt, auch schon längst draußen und ich glaube, da müsste ich nicht nochmal die ersten Bände lesen. Aber vielleicht habe ich da auch nochmal Lust zu. Jetzt, wo ich euch da gerade von erzählt habe, könnte ich mir es auch nochmal vorstellen. Und die sind auch relativ groß geschrieben. Das handelt sich auch nicht um High Fantasy für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche. Deswegen liest sich das auch sehr, sehr schnell durch. Aber ja, das hat mir irgendwie gut gefallen, weil es so eine Mischung aus typischer Herr der Ringe High Fantasy ist, dann aber durch diese Dämonenbeschwörung auch etwas von Pokémon hatte. Ja, und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Und im dritten Band erfahren wir etwas mehr darüber, wo die Dämonen überhaupt genau herkommen, bevor man sie heraufbeschwört. Und das klingt für mich sehr, sehr spannend. Dann habe ich mir rausgesucht Calpurnios revolutionäre Entdeckung von Jacqueline Kelly. Hierbei handelt es sich um ein historisches Naturbuch. Wir treffen hier auf Calpurnia oder auch genannt Kelly. Und sie ist alles andere als ein typisches Mädchen. Sie möchte nicht Klavier spielen, Hausarbeiten und sonstige Sachen machen, die Damen können müssten. Sie ist lieber viel lieber in der Natur und sie bekommt ein Notizbuch geschenkt und dort schreibt sie alle Beobachtungen auf, die sie in dem Garten und in den nahegelegenen Fluss und im Wald irgendwie herauf, ja, die sie beobachtet halt. Und da sind halt Pflanzen dabei, aber auch Insekten und Vögel, die sie beobachtet. Und als sie diese Leidenschaft entdeckt, bekommt das ihr Großvater mit, der ebenso eine große Leidenschaft für die Natur hat und er fördert sie dabei und zwischen den beiden entwickelt sich ja irgendwie eine Freundschaft und ja, es wird so ein bisschen aufgezeigt, wie sie ihren Weg macht, indem sie dort aufwächst und wie das mit der Rolle der Frau damals eben so war. Es ist ein sehr leise und ruhig erzähltes Buch, spielt hauptsächlich eben dort in ihrer Familie und ist eben sehr naturverbunden. Wir bekommen von ihren Beobachtungen halt auch viel mit. In dem zweiten Band geht es dann mehr um Tiere. Ich glaube, sie entdeckt dann mehr und mehr ja, verletzte Tiere, die sie aufpäppelt, zusammen mit ihrem kleinen Bruder, so war das, glaube ich, und geht halt ihren Weg weiter. Und mal gucken, was aus ihr wird. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit zwischen den Band 1 und Band 2 verloren gegangen sind, ins Land gegangen sind, wie viel Zeit vergangen ist. Ja, und ob danach denn noch ein Band kommt, glaube ich nicht, weil da bisher nichts angekündigt ist und auch der zweite Teil schon sehr, sehr lange erschienen ist. Es gibt allerdings noch eine kleine Reihe, ich glaube für jüngere Leser, wo es auch um Kelly und ihren kleinen Bruder geht. Ich glaube, die sind aber nicht unbedingt miteinander verbunden. Diese hier sind halt für ältere Leser, ich denke mal so ab 12 Jahren, und die anderen sind so ab 8, 9 Jahren empfohlen. Könnte man sich auch überlegen, ob man die auch noch liest, so als Ergänzung, muss ich mir nochmal anschauen. Ja, das nächste muss ich auf jeden Fall nicht nochmal lesen, weil es sich hierbei eigentlich eher um die Vorgeschichte handelt und die eigentliche Trilogie davon so ein bisschen abgespalten ist. Und zwar ist das Der silberne Traum von Thomas Finn, die Chroniken der Nebelkriege. Das ist eine Neuauflage aus dem, ist das Feder und Schwert? Ja, Feder und Schwert Verlag. Die Reihe gibt es schon länger von Thomas Finn. Und das ist eine High-Fantasy-Saga, die sehr maritim ist und auch eher für jüngere Leser geschrieben ist, mir aber durchaus gefallen hat, weil es sehr einfallsreich, humorvoll war und viele tolle Ideen dabei hatte und eben dieses Maritime. Man merkt halt, dass Thomas Finn dem auch sehr zugesprochen ist. Der lebt auch mittlerweile in Hamburg, was ich natürlich alles sehr sympathisch finde. Und die Vorgeschichte zu der eigentlichen Trilogie, die ist tatsächlich auch später erschienen. Ich habe es jetzt chronologisch gelesen. Das heißt, die Vorgeschichte ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte. Und jetzt könnte man halt mit der Trilogie weitermachen. Die hat halt aber einen anderen Protagonisten. Ja, trotzdem könnte ich mir vorstellen, das dann weiterzuführen. Mal gucken, ob ich denn dazu greife. Aber ich hätte schon Lust dazu.
Dann habe ich mich noch für eine Kinderbuchreihe entschieden, und zwar Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum, von Andy Stanton, übersetzt von Harry Rowold. Das ist ein richtiges, skurriles, wunderliches, lustiges und schwarzhumoriges Kinderbuch, das von Mr. Gum handelt, der keine Kinder mag, der es dreckig mag, der faul ist, also alles solche Eigenschaften, die man als schlecht interpretiert. Und dann gibt es dort auch noch einen Hund, der die ganze Zeit in seinem Garten rumbuddelt. Und das kann er eigentlich gar nicht leiden. Denn obwohl er sonst dreckig ist und total faul und alles vernachlässigt, ist sein Garten wunderschön und picobello sauber. Denn in seiner Badewanne lebt eine Fee, die ihn ansonsten, wenn er sich nicht um seinen Garten kümmert, mit der Bratpfanne eins auf den Kopf haut. Ja, und deswegen kümmert er sich um seinen Garten. Aber der Hund, der macht alles wieder kaputt und somit bedroht ihn wieder die Fee und er möchte sich nun an dem Hund rächen. Das bekommt wiederum ein kleines Mädchen mit und sie möchte das Ganze natürlich verhindern. Ja, und so lernen wir Mr. Gum, ich glaube Polly heißt das Mädchen, und Jakob den Hund kennen und noch viele andere lustige Gesellen. Ja, und das ist ganz lustig geschrieben. Also ich habe da wirklich sehr, sehr auflachen müssen. Und ich habe jetzt die ersten vier Bände hier bereits stehen, oder nee, sogar ersten fünf Bände hier stehen. Es gibt aber noch weitere vier. Das liest sich aber so schnell weg. Also das kann man an einem Tag weglesen oder auch zwei, wenn man jetzt nicht ganz so viel Zeit hat. Es ist bebildert und immer nur halb beschriebene Seiten. Also da würde ich schon gerne durchkommen, also mit neun Bänden. Ich habe jetzt auch nachgeguckt, das ist tatsächlich auch beendet. Teil 8 ist leider nicht mehr neuwertig zu bekommen. Da müsste ich halt gebraucht schauen, dass ich da irgendwie rankomme. Aber das kriege ich auch irgendwie hin. Also da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Und da die relativ abgeschlossen sind und man auch sehr episodisch sind, muss man die jetzt auch nicht nochmal von vorne lesen. Also da würde ich dann nicht nochmal Band 1 bis 5 lesen, sondern gleich mit Band 6 weitermachen. Jetzt kommen wir aber zu den Büchern, die ich auf jeden Fall nochmal rereaden möchte. Und wir kommen jetzt zu einer Reihe, die sehr beliebt ist. Und da habe ich bisher nur Band 1 gelesen. Und da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, wir sind schon bei 6 Bänden oder bei 5. Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls kommt jetzt in diesem Jahr eine weitere Fortsetzung raus. Und da bin ich jetzt auf eure Hilfe angewiesen. Denn sollte das tatsächlich das Reihenfinale sein, dann würde ich mich dazu wirklich entschließen, diese Reihe jetzt anzugehen. Wenn ihr sagt, da kommt dann aber danach noch was oder das ist noch nicht ganz bestätigt, dass das jetzt zu Ende ist, dann würde ich, glaube ich, erstmal von diesem Buch bzw. von der Reihe erstmal die Finger von lassen und dann nochmal ein bisschen warten, bis es tatsächlich beendet ist, weil das ist ja genau die Voraussetzung dieser Reihen, die ich mir hier rausgesucht habe. Und zwar spreche ich von der Reihe Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Ja, also eine sehr, sehr schöne Aufmachung. Der Autor hat auch so ja, vintage-historische, alte, seltsame Postkarten gesammelt und darum irgendwie eine Geschichte gesponnen. Also hier haben wir immer wieder diese echten Fotografien, die er hier mit eingebaut hat. Und hier geht es halt um ja, seltsame Geschichten, die dem Protagonisten von seinem Großvater immer erzählt bekommen hat. Jetzt, wo er jugendlich ist, glaubt er da nicht mehr dran, bis sein Großvater stirbt und er wieder daran erinnert wird, was sein Großvater früher so erzählt hat. Und er möchte den Geschichten auf den Grund gehen und trifft dann irgendwann auf ein Haus, wo verschiedene Kinder leben, die verschiedenste Gaben haben. Und ja, wir begleiten ihn. Ich glaube, einer der Gründe war, warum ich dieses Buch nicht oder die Reihe nicht weiterverfolgt habe, ist, dass es leider keine einheitliche Ausgabenreihe ist. Also die verschiedensten Bände gibt es halt nicht alle im Taschenbuch oder alle in gebunden, sondern man muss das stückeln. Ich glaube, der Knackpunkt liegt bei Band 3. Band 3 gibt es, glaube ich, nur als Taschenbuch und Band 1 und 2 gibt es, glaube ich, sowohl gebunden als auch als Taschenbuch.
Und dann ab Band 4, 5 und 6 gibt sie nur noch gebunden. Irgendwie so war das. Und das ist natürlich echt doof. Aber ich werde sie jetzt alle als gebunden sammeln und Band 3 dann halt nur als Taschenbuch haben. Es wurde schon öfter beim Verlag moniert. Es ja, war halt nicht drin, das als gebunden herauszubringen. Zu der Zeit war vielleicht die, ja, die Nachfrage einfach nicht hoch genug. Aber dann nachher haben sie ja doch wieder alle als gebunden herausgebracht. Vielleicht haben sie dann die Auflage ein bisschen verringert, nicht so viel Bücher gedruckt, ich weiß es nicht. Ja, das wäre schön, wenn sie das in kleiner Auflage nochmal für die Fans nachdrücken könnten. Also ich glaube, da würden sich viele, viele freuen. Und ja, da müsst ihr mir wie gesagt helfen. Ob der Band, der, ja, ich glaube, das heißt Die Zukunft der besonderen Kinder, und ob das denn tatsächlich der letzte Band sein wird. Und dann würde ich diese Reihe mir vornehmen, weil das ist ja auch eine sehr lange Reihe. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich mich auf die nächste Reihe stürzen, weil das genauso eine lange Reihe ist. Und zwar ist das Fabelheim von Brandon Mull oder Mull aus dem Penhaligon Verlag. Auch hier ist es ähnlich. Der erste Band ist noch als gebundene Ausgabe herausgekommen und dann die anderen Bände sind alle als Taschenbuch rausgekommen. Der Unterschied ist, dass man tatsächlich von Band 1 bis Band 5 alle als Taschenbuch bekommen kann und somit dann immerhin alle gleich, ja, in gleicher Ausgabe da haben kann. Das heißt, ich könnte jetzt auch umsteigen aufs Taschenbuch immerhin. Ich glaube aber, das war einer der Gründe auch, warum ich nicht weitergemacht habe, weil ich einfach diese Ausgabe so sehr mochte und eigentlich lieber gebundene Bücher gehabt hätte. Ja, wie gesagt, es gibt 5 Bände und die Reihe ist auch schon abgeschlossen. Und hier geht es um ein Schutzreservat für vom Aussterben bedrohte magische Kreaturen. Und ich glaube, es geht um ein Geschwisterpärchen, die zu ihren Großeltern kommen in den Ferien und davon eigentlich überhaupt nicht begeistert sind, weil sie glauben, es wird eher langweilig in den Sommerferien dort, irgendwie auf so ein Anwesen, auf so einen Bauernhof. Und ja, als sie dann merken, dass dort aber nicht normale Tiere ja, gepflegt werden, sondern magische Tiere, ist es dort natürlich viel, viel rasanter als gedacht. Und dann gibt es natürlich auch Antagonisten, die diesem Reservat vielleicht etwas Böses wollen. Und ja, ich glaube, das könnte eine sehr, sehr schöne Geschichte sein. Ich kann mich kaum daran erinnern. Ich weiß, dass ich zur selben Zeit etwas Ähnliches gelesen habe, was auch um so ein Reservat geht. Und auch noch mal so mehr Drachen im Vordergrund haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Reihe kennt. Das ist die Tinker Farm-Reihe von Ted Williams. Die wurde leider nicht weiter geschrieben. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also da würde ich mich jetzt nicht auf beide Reihen stürzen, sondern würde ich mir schon eine der beiden Reihen aussuchen, je nachdem, was ihr mir sagen könnt zu die Kinder der besonderen. Die Insel der besonderen Kinder, so rum. Und als letztes habe ich mir jetzt noch Stephen King rausgesucht, und zwar ist das der Talisman. Das ist der erste Teil einer Dilogie. Der Talisman von Stephen King und Peter Straub. Das ist einer der wenigen Bücher von Stephen King, die auch in die Richtung Fantasy gehen. Hier handelt es sich ja, eben um so eine Mischung aus Fantasy- und Horrorelementen. Und wir begleiten einen kleinen Jungen, dessen Mutter sehr, sehr krank ist. Und um sie retten zu können, ist er auf der Suche nach einem Talisman. Und er kann mit diesem Talisman nicht nur seine Mutter retten, sondern auch die beiden Welten, die miteinander verbunden sind. Er muss nämlich immer switchen zwischen unserer Welt, wo er aufgewachsen ist, und einer Parallelwelt. Und er entflieht also verschiedenen Gefahren immer wieder, indem er die Welten wechselt. Aber beide Welten haben so ihre Gefahren. Und auf diesem Roadtrip begegnet er halt auch Freunde und Feinde, wie das nun mal so ist. Und dann im zweiten Band, den ich hier auch schon habe, das ist das Schwarze Haus von Peter Straub und Stephen King, sind schon mehrere Jahre ins Land gegangen. Ich glaube, der junge Jack, den wir hier begleiten, der ist schon erwachsen
Und ja, da muss ich auf jeden Fall den ersten Band nochmal lesen. Eventuell mache ich das gemeinsam mit der lieben Sarah von Alice im Bücherland. Sie hatte mir nämlich den zweiten Band geschenkt in einem Wichtelpaket zu Weihnachten und sie meinte, dass es auch noch etwas klingt, was sie lesen würde. Und da habe ich einfach gefragt, ob sie das machen würde, obwohl sie jetzt auch nicht so der typische Fantasy-Leser ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Sie will mir demnächst irgendwann Bescheid sagen. Ja, und das sind die Reihen, die ich beenden möchte, beziehungsweise die Bücher, die ich nochmal lesen möchte, die Want-to-Rereads. Und wie gesagt, es werden sicherlich noch irgendwelche dazukommen und ich werde sicherlich auch nicht alles schaffen, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Aber das sind halt die Reihen, die auf meiner Liste standen, die ich immerhin beenden könnte, weil der Autor sie schon fertig geschrieben hat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die Qualität war gut, weil das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich mit meinem Mikrofon aufgenommen habe, mit meinen externen. Und ich war jetzt mal ganz mutig und habe das jetzt tatsächlich mal angestöpselt. Ich hoffe jetzt, dass man nicht zu viele Schluck- und Raschelgeräusche gehört hat. Ich muss es mir ja beim Schneiden jetzt auch erst anhören. Und gucke mal, ob mir das so gefällt. Ansonsten kann ich das Mikrofon ja auch noch mal woanders hinhängen, dass ich das nicht direkt an meinen Klamotten habe, sondern vielleicht hier vorne irgendwo an meiner Konstruktion anhefte. Aber ich habe schon mal jedenfalls ein bisschen reingehört bei kleinen Testaufnahmen, dass ja, der Ton auf jeden Fall ein bisschen lauter ist. Ja, da hoffe ich auf ein paar Feedback-Reaktionen von euch und natürlich auch zu den Reihen, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Habt ihr die schon beendet? Könnt ihr mir da ein bisschen Motivation geben? Oder was sind eure Projekte in Sachen Reihen beenden? Und eventuell Rereads. Habt ihr vor, irgendwelche Bücher oder Reihen nochmal zu lesen, die ihr schon kennt? Ich finde das wirklich sehr, sehr schön und möchte das auch nicht mehr missen, auch wenn ich es jetzt in diesem Jahr ein bisschen zurückgeschraubt habe, weil ich eben mehr ungelesene Bücher entfernen möchte hier bei mir und mich ein bisschen davon befreien möchte, von dieser Last. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!